Willkommen im neuen Jahr. Es ist bereits März, der Frühling kommt immer näher und die Aussaaten erweitern sich nochmal zusätzlich. Und ich bin ja auch bereits schon mittendrin in der Vorzucht. Meine Paprikas und Auberginen sind schon fast alle pikiert und die Tomaten habe ich auch jetzt schon bereits ausgesät und das im Februar. Und voraussichtlich werden diese dann im März pikiert. Nichtsdestotrotz ist der März der Monat für die meisten, wo sie ihre Aussaaten beginnen. Einfach aus dem Grund, weil man jetzt hier immer weniger auf LED-Lampen zurückgreifen muss. Die Tage werden immer länger, es wird auch langsam wärmer. Und so reicht es auch schon, wenn man eine sehr helle Südseite hat. Oder man kann sie dann auch unter dem Tag dann die Pflanzen eventuell rausstellen. Wenn es ungefähr 15 Grad hat und man die Pflanze nochmal zusätzlich damit an die Sonne gewöhnt. Also fangen wir an, welche Pflanzen du jetzt im März aussehen kannst bei dir im Haus, beziehungsweise auch draußen als Direktsaat. Dann fangen wir mit den wärmeliebenden Kulturen an und dazu zählen die Tomaten, die ich ja schon bereits im Februar ausgesehen habe. Aber man kann immer noch Paprika, Auberginen und auch Chili mit aussehen. Physalis gehört auch noch dazu. Nur solltet ihr auch da bedenken, dass ihr jetzt vielleicht nicht mehr eine ganz so große Ernte bekommt wie diejenigen, die jetzt zum Beispiel im Februar oder auch im Januar angefangen haben, die Sachen mit auszusehen. Bei Chilis würde ich jetzt mal aufpassen, dass ihr vielleicht da Sorten nehmt, die jetzt nicht extrem scharf sind, wie die Carolina Reaper zum Beispiel, sondern hier etwas mildere Sorten, die werden dann vielleicht nochmal rechtzeitig von der Reife her etwas. Die folgende Aussaat würde ich jetzt vielleicht nur Profis empfehlen und mit Leuten, die schon sehr viel Erfahrung haben. Man könnte theoretisch gesehen schon anfangen, die Zucchini mit auszusehen und dass die man halt dann entsprechend im April dann raussetzt. Das hat zum Beispiel ein Kumpel von mir gemacht, der hier bei mir im Ort einen Bauerngarten hat. Der hat dann Zucchini bei sich zum Beispiel im Folientunnel dann im April reingesetzt. Hat er dann die entsprechende komplette Isolation gehabt und bei Notlage ein Vlies drüber gelegt oder auch vielleicht ein bisschen geheizt. Oder der hat sich auch einen fetten Kompost da angelegt. Aufgrund der Wärme, der Zersetzung mit dem ganzen Mist, die er da unten beigemischt hat, hatten sie Zucchini noch zusätzlich warm und der hat diesen Kompost dann noch mit Steinen umrandet, dass halt hier, wenn die Sonne drauf scheint, die Zucchinis dann hier die Wärme von den Steinen mit abbekommen. Und dann auch, wenn es mal minus 1 oder 2 Grad hat, hat er die nochmal zusätzlich mit dem Vlies abgedeckt. Aber wie gesagt, nur wirklich, wenn er Erfahrung habt, würde ich das machen, sonst würde ich mit den Zucchinis erst im April anfangen. Jetzt kommen die Kräuterliebhaber auf ihre Kosten, denn man kann schon im Haus Petersilie, Basilikum, Schnittlauch und Koriander mit aussehen. Und Koriander ist zum Beispiel ein wunderbares Kraut, um seine Schwermetalle aus dem Körper mit auszuleiten. Es gibt da viele verschiedene Kuren, die halt zum Beispiel auf Koriander beruhen. Wenn ihr die Zeit und Lust habt, könnt ihr noch zusätzlich mehrjährige Kräuter mit aussehen, wie beispielsweise Rosmarin, Oregano und Thymian. Wenn ihr bereits Pflanzen habt, dann könnt ihr zum Beispiel den Thymian per Stecklinge vermehren. Ihr könnt den Rosmarin per Stecklinge vermehren oder auch den Oregano per Wurzelteilung vermehren. Und im März ist halt auch hier der optimale Zeitpunkt, um seine Pflanzen halt so mit diesem Verfahren zu vermehren und an einen neuen Standpunkt reinzusetzen. Knollenfenchel, Knollensellerie und auch Staudensellerie könnt ihr auch bereits jetzt im Haus mit aussehen. Dann könnt ihr die dann eventuell schon im April oder auch im Mai raussetzen. Wie gesagt, Sellerie im Allgemeinen braucht eine etwas längere Kulturzeit. Deswegen würde ich es schon spätestens im März empfehlen, die mit auszusehen, damit ihr halt eine ordentliche Ernte dann zeitlich im Herbst zum Beispiel bekommt. Im März ist auch der Zeitpunkt für eure Kohlernte im Sommer bzw. auch im Herbst zu sorgen. Hier könnt ihr Spitzkohl, Weißkohl, Rotkohl, auch Grünkohl, Blumenkohl und Brokkoli aussehen. Im Blattgemüse könnt ihr auch jetzt Mangold direkt aussehen und auch Salat, wenn ihr einen vorgezogenen habt vom Januar bzw. Februar, könnt ihr den jetzt zum Beispiel ins Gewächshaus, in den Folientunnel oder auch in ein Frühbeet mit reinsetzen. Wenn ihr bereits schon im März Salat ausgesetzt habt, dann ist es auch wieder die Zeitpunkt, wieder einen neuen Salat zu sehen. Und da könnt ihr halt immer so diese Routine machen, so alle 6 Wochen eigentlich ist es, bis halt der von der Aussaat bis zum ersten Pikieren, bis zum Auspflanzen der Salat fertig ist. Und jedes Mal, wenn ihr einen neuen Salat aussetzt, könnt ihr wieder neu anfangen, den Salat auszusehen, damit ihr halt hier immer eine kontinuierliche Ernte von Salat zum Beispiel habt. Einiges an Wurzelgemüse könnt ihr auch schon direkt aussehen, darunter Radieschen, rote Beete und Karotten. Im März ist auch die Zeit, wo ihr Frühjahrsknoblauch und auch Steckzwiebeln stecken könnt. Wenn ihr Möhren ausseht, dass ihr halt zwischendrin beispielsweise Radieschen mit ausseht, weil die Radieschen früher aufgehen, wisst ihr, wo halt eure Linie ist, beziehungsweise da, wo ihr die gerade, wo ihr eure Möhren ausgesät habt, damit ihr halt die den Bereich beikrautfrei halten könnt, damit die Samen auch hier wunderschön keimen können und dann hier schöne Wurzeln sich bilden. Und ihr könnt dann zwischen den Reihen von den Karotten auch wieder Steckzwiebeln reinsetzen, damit die sich gegenseitig unterstützen, die Karotten und die Zwiebeln, weil die halten sich zum Beispiel die Karotte die Zwiebelfliege fern und die Zwiebel haltet die Möhrenfliege von der
Karotte fern. Ihr könnt auch ein neues Erdbeerbeet anlegen, wenn ihr den entsprechenden Ableger habt, beispielsweise von euren eigenen Pflanzen. Wenn ihr keine habt und ihr unbedingt ein Erdbeerbeet anlegen wollt, ich habe auch welche in meinem Shop zur Verfügung, Erdbeerpflanzen, könnt ihr euch auch gerne bei mir melden, beziehungsweise der Link zum Shop ist unten in der Videobeschreibung. Nichtsdestotrotz könnt ihr auch hier die Kombination machen, also die Mischkulturkombination von Erdbeer und Knoblauch. Das heißt, ihr könnt euer Erdbeerbeet anlegen und dann zwischen den Reihen oder zwischen den Erdbeerpflanzen halt auch Knoblauch stecken, damit ihr halt hier eine gute Mischkultur Partner habt, weil der Knoblauch zum Beispiel die Erdbeere unterstützt, dass ihr weniger Mehltau bekommt. Auch könnt ihr jetzt mit der Kartoffelvorkeimung beginnen. 6 Wochen bevor ihr eure Kartoffeln auspflanzen möchtet, kommt wieder hier natürlich drauf an, in welcher Klimazone ihr seid. Im April kann es dann auch noch zu starken Frösten kommen, da würde ich vielleicht noch mal ein bisschen warten. Aber jetzt hier bei mir im Flachland von Bayern, da kann ich jetzt schon im März optimal anfangen, meine Kartoffeln vorkeimen zu lassen, damit ich die dann so Mitte April raussetzen kann. Auch Süßkartoffeln, Stecklinge möchte ich mir auch gerade machen. Die sind bei mir gerade auch im Wasser drin, damit die halt jetzt hier auch antreiben und austreiben. Man kann sie auch direkt in die Erde setzen. Die Natur erwacht ja langsam von ihrem Tiefschlaf und da sollten wir auch gleich wieder an die Insekten mitdenken und wir können jetzt hier schon einige Blumen für unsere geliebten Wildbienen und auch Insekten mit aussehen. Beispielsweise können wir folgende Blumen jetzt schon vorziehen: Ringelblumen, Tagetes, Kapuzinerkresse, Borage und sogar die Phacelia können wir in einer Direktsaat mit aussehen, die ist etwas witterungsbeständiger. Die mehrjährigen Kräuter ansprach, dass man die per Stecklinge vermehren kann. Das gleiche geht natürlich auch für Ehrenholz. Also man kann hier auch Obstbäume jetzt optimal im März pflanzen. Ist die perfekte Pflanzzeit für Obstbäume. Der beste Zeitpunkt, um Obst zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Heute ist der zweitbeste Zeitpunkt. Und falls ihr es im Februar nicht geschafft habt, eure Obstbäume bzw. auch eure Beerensträucher zu schneiden, könnt ihr es jetzt auch nochmal schnell machen, bevor sie dann richtig in die Blüte und in den Saft gehen. So könnt ihr zum Beispiel auch von Trauben, von Johannisbeeren oder auch von Himbeeren Stecklinge machen. Ich zum Beispiel habe ja Stecklinge von Johannisbeeren und von Trauben und die kann man auch im März dann direkt dort verpflanzen, wo sie hingehören, damit da neue Pflanzen entstehen. Und wenn ihr da zum Beispiel Interesse habt, ich habe russische schwarze Trauben, die Winterhärte von minus 25 Grad überstehen und auch schwarze Johannisbeeren findet ihr auch alles in meinem Shop, beziehungsweise auch weitere Pflanzen wie zum Beispiel Esskastanien, Salbei und so weiter. Also da auch mal gerne vorbeischauen, wenn ihr euren Garten etwas aufstocken möchtet mit mehr. Die ganzen Utensilien, die ich für die Voranzucht nutze, werde ich auch unten in der Videobeschreibung mit verlinken. Also hier die Untersetzer, die eventuell noch LED-Lampen, wenn ihr sie noch braucht, Töpfe, die ich nutze, entsprechend zu meinen Untersetzern. Pikierstäbchen und falls ihr noch Saatgut benötigt, wie zum Beispiel Tomaten, Gurken, Auberginen, Paprika, Melonen, Kürbisse, die ja dann auch Gemüse, Wurzelgemüse, dann schaut auch gerne auf meiner Saatgutliste mit vorbei, werde ich auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Für die Erde von meiner Voranzucht nutze ich meine eigene Komposterde, die ja auch mit Pflanzenkohle mit versetzt ist, also in Richtung Terra Preta. Die tue ich nicht sterilisieren, sondern ich nehme einfach nur die reine Komposterde von mir und tue da meine Pflanzen rein. Die wachsen jetzt wunderbar heran, habe bis jetzt überhaupt gar keine Probleme mit der Voranzucht mit meinen Paprika, Chilis und Auberginen. Kräftige Pflanzen aufgrund auch der Mikroben, die in der Erde sind und das ist halt für mich das Entscheidende. Dann achtet darauf, dass ihr jetzt keine Anzuchterde mit Torf nutzt, weil hierfür zum Beispiel Sümpfe trockengelegt werden und hier dann nochmal zusätzlich unsere Natur mit schaden. Ich empfehle, dass ihr eventuell eure eigene Komposterde herstellt, hier mit einem Sandgemisch dann auch mitarbeitet. Das heißt, dass ihr die Komposterde, 2/3 Komposterde nimmt und 1/3 Sand oder hier nochmal ein komplettes weiteres Gemisch hat mit 1/3 Humus, 1/3 Komposterde und 1/3 Sand. Achtet auch schon bitte, dass ihr eure Pflanzen auf eine eventuelle Dürreperiode vorbereitet. Die beginnt auch schon in der Voranzucht. Das heißt mit dem Gießverhalten. Also ich gieße meine Pflanzen vielleicht überhaupt einmal in der Woche und dann gieße ich von unten rein. Das heißt, ich gebe das Wasser in die Platten rein, dass sich die Erde von unten nach oben hochsaugt, dass die Pflanzen dann ihre Wurzeln auch nach unten bringen und ich lasse, wie gesagt, die Erde wirklich komplett abtrocknen. Das hat die Pflanzen ihre Blätter so hängen lassen, damit sie halt nicht zu verwöhnt werden, weil sonst muss ich sie zum Beispiel im Sommer regelmäßig gießen und wenn ich dann nicht das Wasser habe, dann gehen die Pflanzen eventuell ein, wachsen nicht mehr so optimal, ein Wachstumsstopp und sowas. Und so kann ich dann gewährleisten durch dieses ständige Training, wie zum Beispiel in einem Fitnessstudio, dass die Pflanzen dann kräftiger werden und längere Dürrezeiten auch unbeschadet überstehen. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Jetzt würde mich mal gerne interessieren, wie weit ihr jetzt mit der Voranzucht seid. Habt ihr schon bereits begonnen oder kommt es erst noch? Und welche Pflanzen möchtet ihr dieses Jahr anbauen? Wenn euch das Video einen Mehrwert geboten hat, gerne einen Daumen nach oben geben, auch kostenlos abonnieren und dabei noch auf die Glocke drücken. Hilft mir für den Algorithmus auch nochmal zusätzlich, damit meine Videos weiter verbreitet werden und ich auch hier weiterhin für euch diese Videos machen kann. Zusätzlich schaut auch gerne auf meiner Webseite vorbei, findet ihr noch weitere Informationen zu meinem Projekt. Auch meinen Shop findet ihr dort, die Kurse zur Permakultur, die ich dort anbiete, auch mal da gerne
vorbeischauen. Im März ist auch Zeit, seine Beete vorzubereiten, hier vitale und gesunde Erde aufzubauen. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht zum faulen Gärtner werden. Da spreche ich einige Sachen an, die du umsetzen kannst, um halt hier eine super vitale Erde auch zu bekommen. Oder auch mein letztes Video zur Gartenarbeit. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns in einem neuen Video zur Permakultur oder auch zur Gesundheit.